Hallo, ich bin der Ali und ich wollte noch mal ein bisschen was über Pegida und so reden. Also meine Meinung ist, sage ich schon mal von Anfang an, wir kommen nicht dran vorbei, als wie auch bei den Russen auch Pegida-Versteher zu sein. Und das sage ich, wie gesagt, als Moslem. Und ich weiß nicht, wer gestern zum Beispiel das Video von einer YouTube-Bloggerin gesehen hat, Jasina. Jawohl. Ist das neu? Sehr gut, das ist ja. Neu, ja. Also, ich verstehe, warum die Menschen Angst haben. Ich verstehe ihre Sorgen, wenn sie die Medienberichte selbst sehen, dass wirklich Zustände herrschen, also eine Integrationspolitik betrieben wird, die ihren Namen nicht verdient. Die gab es schon seit Anfang der Einwanderung in Deutschland zum Beispiel. Man hat die Leute in Ghettos verfrachtet und heute wundert man sich über Parallelkulturen. Und deswegen, es gibt wirklich bedrohliche Zustände in manchen Städten. Ich kenne selber meine Mitbürger, die jetzt auch aus dem Ausland kommen. Es gibt Vorurteile gegenüber Deutschen und die werden auch gezeigt, aber mich würde auch freuen, wenn man sich ein bisschen mit der Psyche von den Menschen beschäftigt, die vielleicht sowas machen. Ich selber rede mit denen und sage denen zum Beispiel auch, dass es nicht in Ordnung ist, aber eben es gibt leider nicht viele, die da so kritisch sind, sage ich mal. Ich meine, ich komme aus einer bayerischen Kleinstadt und da gibt es auch Ghettos. Und leider ist es so, dass in den untersten sozioökonomischen Schichten in Deutschland vor allem Ausländer leben. Sie stellen praktisch die unterste Stufe des Kapitalismus dar, wie in vielen anderen Ländern auch. Und es ist bekannt, dass unter solchen Bedingungen auch Frustration, dass Armut, die Armut der Eltern, der Stress der Eltern sich auch auf die Kinder auswirkt, dass sich das auch in aggressiven Handlungen äußern kann seitens der Kinder. Das haben Psychologen wie Carl Rogers zum Beispiel in interessanten Theorien dargestellt, dass Stress in der Familie, egal um was es geht, ob es um Geldprobleme geht oder ob sie in der Arbeit Probleme haben, der wirkt sich auf die Kinder aus und Kinder äußern da häufig aggressives Verhalten nach außen. Also Schuld ist natürlich meiner Meinung nach auch der Kapitalismus und die Zustände, die im Kapitalismus geschaffen werden. Aber worin wir Pegida eben verstehen müssen, wir müssen das nicht akzeptieren, wie sie mit dem Problem umgehen. Aber dass sie ein Problem erkennen, es gibt das Problem offensichtlich. Das will ich damit sagen. Und auch mit der Islamisierung, auch wenn der Begriff vielleicht untreffend gewählt wird, weil ich bekenne mich ja auch zum Islam, aber Islamisierung gibt dann so eine Note, wenn man die Religion auch noch als gefährlich in sich darstellt, also von ihren Konzepten her, dann führt es natürlich, dass man gegenüber jedem Muslimen ein gewisses Verhältnis hat. Ich meine, der Koran ist widersprüchlich, das leugnet keiner. Aber im Koran, also in den Medien zum Beispiel, wird auch gesagt, dass angeblich Christen und Juden Ungläubige darstellen für die Muslime. Das ist erstens falsch. Da gibt es genug Verse, die Christen und Juden als die Völker der Bücher, der Offenbarungen darstellen. Auch haben die Muslime dieselben Propheten von Adam und Eva bis Moses, bis Abraham. Jesus zum Beispiel ist ein sehr beliebter Prophet im Islam. Das weiß ich jetzt nicht. Man versucht so ein bisschen das Angstgefühl natürlich auch zu schüren. Ich denke, die Leute, die hier sind, wissen das, aber dass ihr das vielleicht in der Argumentation nochmal mit reinbringt. Auch zum Beispiel gegenüber dem Atheismus steht im Koran drin, dass es keinen Zwang in der Religion gibt und dass es deswegen auch eigentlich... Ja, also steht so im Koran drin und darauf hat sich schon Saladin damals berufen, als er mit den Christen und mit den Juden in seinem Reich zusammengearbeitet hat. Und aber, jetzt kommt das Aber, es gibt Kräfte, was auch teilweise richtig dargestellt wird, auch bei Pegida,
die einen aggressivere Strömung im Islam will. Und das sind zum Beispiel Mächte wie Katar, wie Saudi-Arabien, wie die Türkei heute, seit 12 Jahren, seitdem Erdogan dort an der Macht ist. Was aber die Pegida-Anhänger oft vergessen, ist, dass das unsere Verbündeten sind. Und dass wir sehr wohl wissen, was sie dort treiben. Wir wissen sehr wohl, dass Saudi-Arabien zum Beispiel früher die afghanische Taliban unterstützt hat, die wir dann später bekämpft haben. Die waren damals schon unsere Verbündeten. Wir wissen sehr wohl, dass Katar zum Beispiel an der Gründung der Hamas beteiligt war. Und da entzieht sich bei mir das Verständnis, warum man so stark über diese Strömungen recherchiert, aber das außer Acht lässt. Und über Saudi-Arabien zum Beispiel. Über Saudi-Arabien weiß man, dass sie seit Jahrzehnten überall im Nahen Osten zusammen mit Pakistan auch Religionsschulen aufbauen, wo die ärmsten Kinder dort zur Schule gehen können. Die Eltern, die keine Schulen für ihre Kinder leisten können, die schicken ihre Kinder dorthin. Nachteil ist, dass sie indoktriniert werden mit der wahhabitischen Interpretation Saudi-Arabiens. Und das ist eine Sekte. Die Wahhabiten, das sind einfach, die sind eine Sekte des Islams. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist so wie Katholizismus, Vatikan, das ganze Land, sondern das sind genau, es sind politische Führer, die es für Macht nutzen. Ja. Nee, freilich. Es gibt auch, natürlich auch gute Leute in Saudi-Arabien. Das ist natürlich jetzt wieder falsch ausgedrückt von mir. Danke nochmal. Ja. Aber wenn man von Kindheit diese Indoktrination bekommt und die sagen, dass Ungläubige zu töten nicht schlimm ist, die sagen so etwas und das ist Saudi-Arabien und wenn die sowas machen und wenn das unsere Verbündeten sind, dann frage ich mich ganz ehrlich, warum so viel über den Iran geredet wird und nicht über Saudi-Arabien. Da sollte man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Auch wo in Saudi-Arabien oder in Bahrain oder in Katar, wo die Proteste waren. Wer hat von euch in den Medien großartig davon gehört? In Bahrain haben wir davon gehört, als kurz ich die... Ich habe davon gelesen, Protest in Bahrain. Ja, im Internet, natürlich, wer sich über das Internet informiert, bekommt das mit. In Bahrain wurde sogar mit Hilfe des britischen Nachrichtenmagazins, die haben damit geprahlt, dass sie den Protest in Bahrain voraussagen könnten. Die haben die Regierung dort informiert, früh genug, damit sie die Protestbewegung niederschlagen konnten. Das sind unsere Verbündeten, die das machen. Das muss uns bewusst werden. In der Türkei zum Beispiel. Türkei ist NATO-Verbündeter. In der Phoenix-Dokumentation ist zum Beispiel rausgekommen, dass sie in ihren Krankenhäusern ISIS-Rebellen unterstützen. Die sind in der NATO. Die sind in der NATO. Und da frage ich mich ganz ehrlich, ja, also wie zur Hölle kann man so ein Spiel spielen und das entzieht sich meinem Verstand einfach. Das ist unvorstellbar und die Türkei zum Beispiel weiß man auch, dass sie zusammen mit Katar und Saudi-Arabien die ISIS-Rebellen auch unterstützt haben, also Al-Nusra, so ein paralleles, davor hießen sie Al-Nusra, jetzt haben sich der ISIS angeschlossen und die Türkei, Saudi-Arabien, Katar bekommen alle Waffen zum Beispiel aus Deutschland und die Waffen gehen dann an die IS und dann schicken wir nochmal Soldaten hin, um die zu bekämpfen. So ein Spiel wird gespielt. Und dagegen müssen wir uns auflehnen, aber dass wir jetzt von einer Bedrohung durch eine Religion sprechen. Es gibt historische Beispiele, wo es 400 Jahre lang ungefähr, ich habe da auch gestern eine Doku in den Mahnwachen gepostet, dass es 400 Jahre lang, abhängig natürlich immer von der aktuellen Herrschaft, Zusammenarbeit mit Christen, Juden und Muslimen gab und dass das die Hoch... dass es einen Kontext geschaffen hat, wo so viel wissenschaftliche Erkenntnisse erzeugt wurden. Algebra zum Beispiel, das was wir heute in der Schule lernen, das ist damals in der Zeit entstanden, durch die Zusammenarbeit von den drei Religionen. Und wenn man uns heute wieder spalten will, dann Chaos ist eine Leiter, wie man in Game of Thrones schon gehört hat. Und wer die Leiter hochsteigt, das
werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall nochmal zu den Waffenexporten. 50% der Waffenexporte 2013 von Deutschland gingen an Saudi-Arabien. Und dann noch, dann kommt noch Katar hinzu, dann kommen noch die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu, die auch ihre Waffen von den USA bekommen. Von den Waffenimporten her ist Saudi-Arabien aktuell auf Stufe 4. Ägypten zum Beispiel auch. Also Sisi ist ja auch ein angeblich ein Verteidiger der Meinungsfreiheit. Ja, auf jeden Fall, wir sollten uns mit dem Thema noch ein bisschen beschäftigen. Ich verstehe, warum Leute aus dem Nahen Osten als Bedrohung gesehen werden. Und mein Vater selber kommt aus der Region, meine Mutter kommt aus Ankara. Und aber wir sollten halt anders das Thema oder die Ursache wahrnehmen als in einer Kultur oder in einer Religion. Ich meine, die Kultur im arabischen Raum, die gab es schon länger als vor 100 Jahren. Und ich habe zum Beispiel auch gestern gepostet, den ersten Selbstmordanschlag, den größeren, den es überhaupt historisch festgestellt gibt, der war 1983, das ist noch nicht so lange her. Und Hamas zum Beispiel wurde auch in den 80er Jahren gegründet. Und es gab immer, im letzten Jahrhundert auch, es gab demokratische Initiativen im Nahen Osten. Im Iran zum Beispiel, Mossadegh. Oder die Mossadegh, der auch die Türkei zum Vorbild genommen hat, damals auch. Laizistischer Staat, also heute noch. Und gehindert wird das halt auch durch die USA zum Beispiel. Saddam Hussein wurde durch die USA zur Macht verholfen. Sykes-Picot-Abkommen, die Diktaturen sind erst durch die Briten und die Franzosen entstanden. Mehr will ich jetzt dazu mal nicht sagen. Ich hoffe auf Vernunft und darauf, dass wir uns jetzt nicht unten gegenseitig bekämpfen, jetzt auch nicht mit Pegida, dass wir wirklich mit Argumenten uns auseinandersetzen und nicht mit Beschimpfungen. Ich glaube nicht, dass das alles Nazis sind. Und dass sie früher aufsteht, deswegen habe ich ja. Das war's.